miese Besteuerung der an sich steuerfreien Rente durch die Hintertür. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, nicht zu glauben, aber doch wahr, es geht nicht nur ein paar Handvoll Leuten so, Rentnerinnen und Rentnern, sondern mehrere hunderttausend, wenn nicht sogar schon Millionen dürften hier von dieser, ich sag's mal wirklich, miesen Rentenbesteuerung durch die Hintertür betroffen sein. Die an sich steuerfreie Rente wird trotzdem der Besteuerung unterworfen. Und im Kern ist das eigentlich eine Frechheit, was sich hier der Vaterstaat leistet oder herausnimmt. Viele Rentnerinnen und Rentner haben nämlich monatlich nur eine kleine Rente, die für das Leben hinten und vorne nicht ausreicht. Und diese Rentenleistungen sind an sich, wenn man das allein betrachtet, oft steuerfrei, denn nach Abzug aller Kosten, wie Kranken- und Pflegebeiträge, dem Pauschbetrag oder den Pauschbeträgen, liegt das zu versteuernde Renteneinkommen oftmals unterhalb des jeweils jährlich geltenden Grundfreibetrags. Es gibt aber einen Fall, in dem der Fiskus sozusagen wirklich voll in die Tasche greift und aus der steuerfreien Rente dann ein zu versteuerndes Einkommen macht und damit Rentnerinnen und Rentner massiv bestraft, die neben der Rente noch arbeiten gehen müssen, um ihren Lebensunterhalt in Deutschland zu sichern. Dafür zahlen sie dann auch noch Steuern zusätzlich aus den Lohnsteuern, aus ihrem Arbeitslohn und dann kommt obendrauf auch noch die Einkommensteuer für die zusätzliche Rentenleistung. Ich sage, das ist eine miese Doppelbesteuerung der Rente durch die Hintertür. Eine steuerfreie Rente wird auf einmal mitbesteuert, weil sie mit steuerpflichtigen Arbeitslohn zusammentrifft. Rentner fühlen sich doppelt und dreifach bestraft. Ich mache es mal an einem ganz einfachen Beispiel klar, um was es hier geht und zeige Ihnen dann auch unsere Berechnung und dann sehen Sie einfach mal, was hier los ist. Also, wir haben hier einen Rentenbeginn zum 1. Januar 2023 und unsere Mia Mustermann bekommt eine monatliche Bruttorente von 1.200 Euro. Das macht im Jahr 14.400 Euro aus und geht noch mit 3.000 Euro monatlich neben der Rente arbeiten. Die Rente reicht netto zum Leben nie und nimmer aus. Ich habe das mal ausgerechnet, sie würde dann nach Abzug der Kranken- und Pflegebeiträge rund 1.060 Euro Nettorente bekommen, Nettorente vor Steuern. Mia zahlt auf den Arbeitslohn monatlich Lohnsteuer und denkt sich natürlich nichts weiter dabei. Und im Jahr 2024 kommt's knüppeldicke, der Steuerbescheid kommt und Mia muss nochmal zusätzlich zur Lohnsteuerzahlung 3.345 Euro an Einkommensteuern nachzahlen. Mia war der Meinung, dass sie ihre Rente steuerfrei ist. Jetzt muss sie also doch auf die Rente Steuern zahlen und fühlt sich betrogen. Und wir sagen schlicht und ergreifend, warum das so ist. Ja, schauen wir uns das einfach mal an. Ich habe jetzt hier mal eine Vergleichsberechnung oder eine Modellberechnung gemacht. Ja, also das ist die für die Mia Mustermann eine Einkommensteuererklärung, so ganz grob für die Berechnung der Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag für das Jahr 2023. Also ein was Positives gibt's schon, Soli-Zuschlag fällt hier für Mia nicht an. Aber Sie sehen schon hier, Mia muss 3.345 Euro an Einkommensteuer nachzahlen. Festgesetzt werden nämlich insgesamt 6.981 Euro. Sie hat schon durch den Arbeitslohn, also mit ihren 36.000 Euro Bruttoeinkommen, hat sie schon 3.636 Euro Lohnsteuer gezahlt. Verbleiben dann letzten Endes noch 3.345 Euro. So, was ist passiert? Ganz einfach. Wir haben hier die Berechnung des zu versteuernden Einkommens und der Einkommensteuer für die Mia. Ah, hier ist das. So. Und die Mia hat aus nicht selbstständiger Arbeit im Bruttolohn von 36.000 Euro, also 3.000 mal 12, 36.000. Dann geht von diesem der Arbeitnehmer Pauschbetrag ab, verbleiben noch 34.770. Dann hat unsere liebe Mia aber noch dummerweise eine Leibrente, also eine gesetzliche Rente. Das sind genau diese 14.400 Euro. Davon werden der steuerfreie Betrag 2.880 Euro, das ist der steuerfreie Betrag, der für das Jahr 2023 gilt, abgezogen, verbleiben noch 11.520 Euro. Dann werden hier noch einmal Werbekosten Pauschbetrag abgezogen,
dann haben wir 11.418 Euro. Und diese 11.418 Euro werden mit den 34.770 Euro zusammengerechnet. Und dann haben wir schon mal den Gesamtbetrag der Einkünfte. Das ist sozusagen im Grunde genommen der Ausgangspunkt hier der ganzen Geschichte, dass die an sich hier steuerfreie Rente, wenn man also hier die 11.520 Euro nehmen würde und davon noch die Kranken- und Pflegebeiträge allein aus der Rentenleistung brutto abziehen würde, wäre diese Rentenleistung auf jeden Fall für 2023 an sich steuerfrei. Aber sie wird jetzt mit dem Arbeitslohn zusammengerechnet und aus den 46.188 Euro werden dann abzüglich 8.743 Euro abziehbarer Vorsorgeaufwendungen. Das sind also Kranken- und Pflegebeiträge, Rentenversicherungsbeiträge aus Arbeitslohn und, werden dann hier von diesen 46.188 Euro abgezogen, verbleiben dann 37.409 Euro. Und daraus wird dann abzüglich des nur einmal anwendbaren Grundfreibetrages in Höhe von 10.908 Euro dann insgesamt eine Einkommensteuerlast von 6.981 Euro. Und diese 6.981 Euro, die muss unsere Mia Mustermann de facto zahlen. Da sie aber schon Lohnsteuer in Höhe von 3.636 Euro gezahlt hat, verbleiben immer noch eine Summe von 3.345 Euro, die sie für das gesamte Jahr 2023 an Einkommensteuer nochmal überraschenderweise an das Finanzamt zahlen muss. Das heißt also, im Grunde genommen, wenn man diese 3.345 Euro, ich nehme mal den Taschenrechner in die Hand und rechne das nochmal aus, 3.345 durch 12 sind das 278 Euro und 75 Cent. Und diese 278 Euro und 75 Cent ziehen Sie einfach mal von den 1.060 Euro Netto-Monatsrente ab. 1.200 Euro Bruttorente minus Kranken- und Pflegebeitrag sind 1.060 Euro. Also in Wirklichkeit hat unsere Mia Mustermann dann minus 1.060 eine Nettorente von 781,25 Euro. Das ist genau das, was die Mia so unglaublich ärgert. Und hätte die Mia jetzt zum Beispiel wäre die Mia jetzt völlig blauäugig gewesen und hätte hier kein Geld zurückgelegt, dann wäre das ganze Ding völlig in die Hose gegangen und sie hätte richtig Ärger mit dem Finanzamt bekommen. Also, meine Damen und Herren, durch die Hintertür greift der Gesetzgeber, greift der Fiskus auf die an sich steuerfreie Rente zu, indem er sozusagen steuerpflichtigen Arbeitslohn und steuerpflichtigen Rentenlohn oder steuerpflichtige Rente zusammenführt zu einem Einkommen und dann der Besteuerung unterwirft. Ich finde, das ist eine große Sauerei. Ich finde, Arbeitslohn müsste, wenn im Rentenalter sowas gemacht wird, eigentlich bis zu einem bestimmten Betrag, meinetwegen monatlich 2.000 Euro oder 2.500 Euro steuerfrei gestellt werden, damit es hier eine solche Steuersituation nicht gibt und Rentnerinnen und Rentner dafür, dass sie jetzt nochmal arbeiten gehen und Rente beziehen, hier sozusagen doppelt und dreifach bestraft werden. Doppelt bestraft kann man schon sagen, weil wir ja wissen, ich kann es Ihnen nochmal ganz kurz zeigen, dass ja hier 3.636 Euro Lohnsteuer gezahlt werden und dann verbleiben nochmal 3.345 Euro Einkommensteuer. Das heißt also eine Verdopplung sozusagen der entsprechenden Steuern, die wir hier zahlen muss. Ja, meine Damen und Herren, was kann man dazu sagen? Eigentlich nicht viel. Das ist geltende Rechtslage. Das ist halt sehr, sehr traurig. Und ich kann nur hoffen, dass eine neue Bundesregierung, sobald denn eine kommt, diesen Irrsinn praktisch beendet, dass hier Menschen, die neben Rentenbezug oder Pensionsbezug noch arbeiten gehen, dann zumindest für einen bestimmten Teil ihrer Lohneinkünfte steuerfrei gestellt werden, damit sie hier nicht noch überraschenderweise einen Haufen Einkommensteuern zahlen müssen. Mein Tipp, in so einer Situation kann ich Ihnen nur empfehlen, dass Sie bitte darüber nachdenken, dass Sie bei Ihrem steuerpflichtigen Arbeitslohn, hier in dem Fall wäre es die Steuerklasse 1 gewesen, doch darüber nachdenken, die Steuerklasse 6 anzugeben, dann haben Sie eine höhere Vorauszahlung auf die Lohnsteuer und die deckt dann möglicherweise schon auch den gesamten Steuernachzahlungsbetrag mit ab, sodass Sie hier möglicherweise für das Jahr 2024, 2025 und so weiter
mit einem blauen Auge davonkommen. Oder aber sie machen eine Vorauszahlung oder aber sie legen sich einfach von der Nettorente ein paar hundert Euro jeden Monat zurück, wenn das finanztechnisch dann auch tatsächlich möglich ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.